Hallo und willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für Ninja Warrior Germany. Ich zeige hier einfach einen kleinen Ausschnitt aus meinem sportlichen Alltag. Beginnend mit einigen Fitnessübungen. Wie zum Beispiel hier die Klimmzüge. Oder auch Handstandstütze. Hier bin ich in einer Boulderhalle am sogenannten Steckbrett. Das hier war übrigens mein allererster Versuch an diesem Steckbrett. Ich habe auch vor kurzem mit Hindernisläufen angefangen. Hier bin ich beim Spartan Race in München und gerade auf dem Balance Beam. Hier ein kleiner Wall Jump. Das hier ist der sogenannte Twister. Also bei jedem Griff dreht sich hier die Stange weiter. Das ist das Vertical Cargo, also ein Netz aus Seilen zum Klettern. Und hier bin ich beim Spartan Race in Tirol beim Rope Climb. Auch immer ein sehr nasses und matschiges Seil. Das ist die Traverse Wall. Also seitliches Entlangklettern. Das hier ist der Herkules Hoist. Hier muss man ein Gewicht nach oben ziehen. Und dieses Gewicht ist fast genauso schwer wie mein eigenes Körpergewicht. Hier bin ich bereits an den Monkey Bars. Die Griffe sind auch oft sehr nass. Das hier ist die Tyrolean Traverse. Da muss man sich also am Seil entlanghangeln, ohne den Boden zu berühren. Hier sieht man mich bei meiner größten Leidenschaft, dem Taekwondo. Ich laufe hier gerade eine Hyong. Das sind Formen, also festgelegte Bewegungsabläufe und ein Kampf gegen imaginäre Gegner. Das ist eine der tragenden Säulen des traditionellen Taekwondo. Man kann diese Chance auch mit verbundenen Augen laufen. Und inklusive eingebautem Bruchtest. Ja, der Bruchtest ist eine weitere Säule des Taekwondo. Hier geht es darum, die Kraft auf einen Punkt zu konzentrieren und auch vor allem die Technik genau auszuführen, um sich nicht zu verletzen. Die dritte Säule des Taekwondo ist der Freikampf. Hier in diesem Fall der Einschrittkampf, sogenannte Ilbo-Terion. Dabei wird man mit einem Schritt und einem Fauststoß angegriffen und zeigt dann verschiedene Verteidigungs- und Angriffstechniken an seinem Gegenüber. Wichtig ist hierbei, eine genaue und deutliche Technik zu zeigen. Und das ist dann der Freikampf im Turnier. Hierbei geht es darum, mit dem Fuß in die Nähe des gegnerischen Kopfes zu treffen. Man darf aber den Gegner selber nicht berühren. Hierbei ist Koordination und Körperkontrolle eminent wichtig. Über eine Einladung zum Casting würde ich mich sehr freuen.